Wenn Akin und Nazan Kerman mit ihren beiden Jungs spielen, ist für sie die Welt für einen kleinen Moment wieder in Ordnung. Aber der Schein trügt. Denn für die Familie mit türkischen Wurzeln ist eine Welt zusammengebrochen. Nebenan in diesem Zimmer starb vor einigen Monaten ihr 15-jähriger Sohn Atakan. Von einer Sekunde auf die andere. Plötzlicher Herztod. Er war ein ganz lieber Junge. Er hatte einen großen Freundeskreis, auch Schule, Nachbarschaft, Fußball. Das Schlimmste für die Eltern, sie sind überzeugt, dass Atakan noch leben könnte, hätte sich die Uniklinik Gießen besser um ihn gekümmert. Atakan hatte seit Jahren leichte Herzrhythmusstörungen und wurde deshalb regelmäßig im Kinderherzzentrum der Gießener Uniklinik kontrolliert. Zuletzt am 13. Juni 2019. Außerdem bekam Atakan ein Langzeit-EKG, das er zu Hause anlegte und 24 Stunden trug. Dann wurde das Gerät an die Uniklinik zur Auswertung zurückgebracht. Die haben dann uns halt immer gesagt, in 3, 4, 5 Tagen melden wir uns, wenn was ist. Und nach den 3, 4, 5 Tagen rum war, haben wir uns als Eltern dann gedacht, ist alles okay. Dass nicht alles okay war, mussten die Eltern am 10. August 2019 erfahren. Nach einem Spaziergang mit den Kleinen kommen die Kermans wieder nach Hause. Da sie den Schlüssel vergessen haben, klingeln sie, damit Atakan ihnen aufmacht. Keiner hat die Tür aufgemacht. Wir haben ihn dann angerufen. Da ist dann auch keiner dran gegangen. Da habe ich mir schon gedacht, das kann nicht normal sein. Und dann ist er hier vom Küchenfenster, mein Mann, ist er dann reingeklettert. Als der Vater das Zimmer seines Sohnes betritt, findet er ihn tot neben dem Schreibtisch liegen. Eine Sekunde habe ich gedacht, was ist hier los? Mir erstmal nicht gedacht, dass der gestorben ist. Ich habe dem noch gesagt, ja, du kannst aufstehen. Aber reagiert ihn nichts. Auch Wiederbelebungsversuche durch den Nachbarn und den Notarzt bleiben erfolglos. Atakan stirbt mit gerade einmal 15 Jahren. Inmitten von Schock und Trauer ahnen die Kermans nicht, dass es für sie noch schlimmer kommen sollte. 3 Wochen nach Atakans Tod ruft die Uniklinik an. Hallo? Da war der Oberarzt von der Kinderkardiologie dran. Er meinte dann, das Langzeit-EKG ist auffällig und er muss behandelt werden. Das war für mich so der zweite Schock. Und auch die Frage, wieso die jetzt nach 7 Wochen erst anrufen, meinte er nur, wir kommen unserer Arbeit nicht hinterher. Für die Kermans eine unfassbare Erklärung. Verzweifelt wenden sie sich an Burkhard Kirchhoff. Der Fachanwalt für Medizinrecht vertritt regelmäßig Mandanten, die gegen die privatisierte Uniklinik klagen. Dass die sich erst nach 7 Wochen gemeldet hat, für ihn nicht das einzige Versäumnis. Es wurde keine Blutdruckmessung und auch keine Langzeitblutdruckmessung durchgeführt. Es wurde insbesondere auch kein Kontroll-MRT durchgeführt. Im Fall meiner Mandanten kommt natürlich hinzu, dass wir hier von einem Kinderherzzentrum reden. Das heißt, ich gehe doch als Patient davon aus, dass ich hier optimal versorgt werde. Dass die Uniklinik Gießen-Marburg unter massivem Personalmangel leidet, ist schon seit längerem bekannt. Viele Mitarbeiter sehen als Grund die Profitorientierung der Klinik, die zu einem Mitarbeiterschwund geführt habe. Die in Deutschland weiter um sich greifende Ökonomisierung der Medizin hat natürlich Auswirkungen in der täglichen Praxis der Kliniken. In den Universitätskliniken wird grundsätzlich sehr gute Medizin auf hohem Niveau gemacht. Aber das ist natürlich nur möglich, wenn die personelle Ausstattung auch ausreichend ist. Welche Rolle spielten Personalmangel und Arbeitsüberlastung bei Atakans Tod? Die Uniklinik erklärt gegenüber de facto: Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu diesem Fall derzeit nicht äußern können, da es sich um ein laufendes Gerichtsverfahren handelt. In dem Rechtsstreit wirft Anwalt Kirchhoff der Klinik unterdessen vor,
dass sie bis heute wichtige Unterlagen zurückhalte. Wir haben basierend auf den Informationen der Eltern eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Gießen erstattet, um eine Beschlagnahme der vollständigen Patientendokumentation zu erreichen. Den Eltern wurden zuvor die Behandlungsunterlagen ausgehändigt von der Klinik. Erstaunlicherweise fehlt der Bericht, der uns natürlich besonders interessiert hätte, nämlich der über die Untersuchung am 13.06.2019, das heißt der letzten Untersuchung vor dem Tod des Patienten. Der wurde den Eltern bisher nicht ausgehändigt. Ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaft den beschlagnahmen wird und klären wird, warum dieser Bericht, dieser wichtige Bericht, nicht ausgehändigt wurde. Akin und Nazan Kerman verlangen Antworten von der Klinik, um den Tod ihres Sohnes endlich verarbeiten zu können. Nachts, wenn ich schlafen gehe, habe ich immer noch alles vor Augen, was wir zusammen alles gemacht haben. Dieser Schmerz, der sitzt so tief. Trost finden die Eltern am Grab ihres Jungen. Da, wo er jetzt ist, geht es ihm gut, sagt Nazan Kerman. Und dort werde ich ihn irgendwann auch wieder treffen.